Re. Doggy. Baby. So. Das. Jo. Was? Ein schicker neuer Helm. Ja, hat was. Dum-dum-dum. Tja, können wir die nächste Mission angehen, wa? Hallo? Nun musst du auch starten, weil sonst muss ich die Mission erst raussuchen. Ey! Was? Da knallst du einfach die Tür hinter mir zu. So, Cyberkern, Chaos. KN44, Level 1, die Waffe, scheiß drauf, nehme ich. Oh. Ja, lol, nur weil ich auf X gegangen bin. Multikern erfordert Level 20. Ha. Okay. So. Juhu. Eine CIA-Geheimstation reagiert nicht. Sie wurde nach dem Singapur-Desaster eingesetzt und sollte die Operationen vor Ort überwachen. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren, wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrechersyndikat regiert, den 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Koalessenzanlage forderte 300.000 Opfer. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Superstürmen abgebrochen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und deren Verbündeten. Meist Waffen- und Technikschmuggel. Kein Wunder, dass sie besorgt sind. Tadam. Solange sonst nichts ist. Easy. Upsa. Ach. Machen wir jetzt im Schlaf. Ne? Meine Glühwürmchen habe ich schon bereit. Und während die Leute killen, gehe ich weinend in der Ecke. Ja, ich habe in dem Fall erstmal das Falsche geskillt. Oh Mann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Lieber nicht. Denn dann würde ich keinen Gutes echten Genuss Snickers. mehr kennen. Keine halben Sachen, was? Okay, weiter fliegen wir nicht. Okay, dann auf ans Werk. Diesen gesetzlosen Sumpf können wir richtig gehend froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, nimm. Nicht, dass du noch weggeweht wirst. Kane, wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden, Hendrix. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks Transport fertig. Wieso greifen die Immortals an Elendsfeld? Alter, sieht das geil aus hier. Da muss was sein, das sie haben wollen. Ja. Wenn sensible Daten in die Hände der Guck mal, meine Knifte. Das dem Winslow-Abkommen im Lall. Schaden. Wir Guck mal, was ich kann. Informationen über einen Episch. Angriff, Such aber ihr mich. Müsst rein und sie abfangen. Wir müssen sicher gehen. Ach, du hast dich unsicher gemacht. Oh Mann. Sind auf dem Weg. Ich habe mir gedacht, ich mach mal einen auf ganz auf Schisser und man macht die Tarnung rein. Oh, die Knifte, die wir jetzt am Anfang bekommen haben, ist jetzt bei mir weg. Oh, ups. Ja, ich hätte gerade nicht umschalten sollen. Toll. Muss es gerade erwähnt haben. Ja, mir ist leider gerade dasselbe passiert. Ihr seid auch so lustig, dass ihr alles das komplette Setup hier vor der Mission festlegen kannst. Bleib unten. Ja. Ja.
Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Wow, wow, Hendrix. Nicht die Mission. Hier können wir nichts tun. Töten wir den Knallköpfe. Wir müssen in Deckung gehen. Ah, alles klar. Achtung, ein Kampfwagen kommt. Au. Oh ja, toll. Kommst du hier runter? Nee. Naja, dann habe ich halt Pech. Ja. Ich hab's wenigstens versucht. Ja. Ich war jetzt gerade noch völlig Ah. Nice. Geht doch. Völlig perplex hier von der Situation. Haben nur ein bisschen umgeguckt und zack, war ich tot. Super. What the fuck? Feind im Gebäude! Zweiter Stock! Granaten nützen da nichts! Alles klar! Ausschalten! Schnell! Sprengsätze kommen gegen die Panzerung nicht an! Nimm den Schwarmwerfer! Ich bin mit dir fertig! Dieser Schwarmwerfer, mit dem kannst du mehrere Gegner anvisieren. Ja, könntest du mich mal wiederbeleben? Also. Ach, du bist tot! Bin dabei! Weg von hier! Granate! Zum Glück habe ich gerade die ganzen Granaten zurückgeworfen. Ja, genau. Oh shit. Ah, du auch. Ja, schon die ganze Zeit. Ich stehe auf, fing das Wort wieder tot und so weiter. Ich muss hier weg. Granate. Genau so. Ja, Moment. So, zieh ich mal da ein. Aha. So. Alter, sieht das geil aus hier. Ja. Wie viel dieses fette Fieder aushält. Ach, du bist down, alles klar. Ja, durch gerade den Fetten da. Alter. Uiuiui. Es gibt noch eine Stelle, wo man den Fetten gut wegmachen kann, allerdings überlebt man das nicht. Das wäre da vorne auf dem Auto. Oh shit. Das soll ja knapp, was er mir auch drauf gegangen. Danke. Ja, das war übel. Da hinten ist vor allem nochmal Muni für den Werfer, aber da komme ich unmöglich ran. Alter. Ich sehe nichts, ne? Wird aber gleich instant getroffen. aber deine Dings hast du angemacht, diese Sicht, ja?
Steuerkreuz rechts. Ja, natürlich. Ja. Gut. Also jetzt zumindest. Wie viel hält denn der aus, der Dreckskerl? Ja lol, ich komm gar nicht durch mit der Knifte. Ich versuch mal was, ne? Das, Scheiße. Hab ihn! Alles sicher! Das war ein sehr nice. Dadurch, der jetzt auf dich gegangen ist, hatte ich Glück. Zweifle ich nicht. Die Mortals kommen da draußen an quasi jede Waffe und Ausrüstung ran. Der Supersturm wird immer verheerender. Je höher wir kommen! Verziehe gleich den Bolzentreiber und halte dich gut fest. Der Wind nimmt zu. Setz den Bolzentreiber ein. Oh shit. Hab ich jetzt gerade Schwein gehabt. Bolzentreiber, jetzt! Alter Falter. Alter! Aber das sieht richtig geil aus hier. Benutzen den Bolzentreiber! Ja, jetzt reicht's doch aber mal. Festhalten! Ja, auch cool. Aua! Ich krieg Damage. Grünes Licht für den Drohnenangriff. Aktiviert. Ist er lustig. Sag mal, mach ich das nur oder kann ich jetzt nicht mehr hüpfen? Negativ. Der Supersturm ist zu stark. Schlecht. Der Sturm wird nur noch stärker. Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiß drauf. Kane, wir gehen rein. Hendrix. Position halten. Hä? Die Wellen sind ein Problem. Halt den Bolzentreiber bereit. Wellenbad. Und wir mussten nicht mal Eintritt zahlen. Yeah. Die Wellen kommen. Benutzt den Bolzentreiber. Scharfschützen auf 3 Uhr hoch. 3 Uhr? War da. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Verstanden, Hendrix. Nein. Oh. Da. Kannst du dich mal. Lebst du? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Durch was bin ich jetzt gestorben? Egal, du weh. Auf mir. Verstanden, Hendrix. Wow. Alles klar. So ein Witz, ich komm hier gerade nicht mehr weg. Na du? Und was machst du so? Sie noch Schnipper, müsst aufpassen.
Ich versuch's einfach mal. Den Schnipper. Ich hab den Schnipper tot, aber ich bin auch tot. Finde ich gut, dass die Wellen mir überhaupt nichts ausmachen. Ich komme hier nicht mehr. Ach, du bist auch da. Scheiße. Kommst du ein Stück? Oder so. Geh doch. Nein, okay. Da war ich ein bisschen zu nah dran. Wow! Direkt hinter dir. Oh. Das Problem war, ich war auch fast da. Nachher ist leider mal so schlecht. Das Operationsgebiet hier. Ist bald nicht mehr passierbar. Hier ist eine Muni. Ach, hast du. Alles klar. What the fuck? Danke. Kein Ding. Die Sicht verschlechtert sich. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. Sehr schön. Boah. Hey. Aber ich finde das Spiel immer noch richtig, richtig geil. Ja, hat was. Vor allem also optisch ist das ja nur wirklich ein richtig gutes Game. Wow, fuck. Ja. Aktivieren Sie den Taktikmodus, damit Sie uns nicht überraschen. Arschloch. Hat super geklappt. Der Sturm wird schlimmer. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Oder war der Taktikmodus das nach oben? Ja. Nee, nee. Taktik ist das, was wir drin haben, dass wir wissen, wo die Gegner sind. Den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. Gut. Nice. Ha, ja. Der hat gesessen. Sah gut aus.
Jawoll. Also meine Knifte ist leer. Nicht ganz. Meine. Wie der sein... den hast du schön gemacht. Kann ich auch. Hab ihn. Glaube ich. Nee. Alles okay. Die sehen mich da echt nicht. Okay. Ich benutze dein DNI zum Extrahieren und Löschen der Daten. Ach, du kannst dich ja unsichtbar machen. Stimmt ja. Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank. Alles wird erfasst und verfolgt. Eieiei. Dateien gesichert. Also wenn er hier dich... Der Sturm nein, ich sehe keinen Wurst. Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen. Verstanden, danke, Kane. Ich nehme das obere Deck, du das untere. Bereit? Also, ich renne mal dir hinterher. So. Ach, jetzt stand da was vom Viereck. Ach, müssen wir zusammen machen. Ja. War es das Drain AFK oder waren wir nicht eigentlich beide tot oder hat das Bus noch geschafft? Ich glaube zwei haben noch gelebt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Weiter vorne ist ein U-Bahn-Tunnel. Er führt euch direkt in die 54i Kommunikationszentrale. Oder meine Würmchen haben die letzten zwei dann noch weggeliefert. Oh, das kann sein, ja. Hui! Zum Glück passt mein Kampfoutfit gerade richtig gut zu so einer Dreck. Kane, wir nähern uns der Kommandozentrale. Melden uns wieder, wenn wir aufgeräumt haben. Macht besser schnell. Wir erhalten schon Berichte, dass die CDP präzise Informationen zu den Schwächen unserer verbündeten Truppen hat. Das bedeutet schwere Verluste für uns. Wir müssen dem einen Riegel... Schicke Algen hier. Verstanden. Na, Hauptsache es kommen keine Haie, wie bei Ghost. Die haben mich ja richtig aufgeregt. Die haben mich so aufgeregt, die Viecher, ey. Ach, hier kannst du dann, falls du willst, andere Waffen nehmen nochmal. Ah. Moment. Splitsch, 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 splitsch. Markiere die Ziele.